Deutschland. Deutschland? Ich bin Manuel, Anfang 30 und lebe in Berlin. Als Journalist fahre ich zu den ersten Adressen und in die letzten Ecken Deutschlands. Ich gehe den unglaublichsten Gerüchten und Geschichten nach. Kommt mit mir auf einen Trip durch dieses aufregende Land, das wir zu Hause nennen. Und das ihr so noch nie gesehen habt. Ich habe Lust auf eine neue Tätowierung und suche nach Inspiration für eine Motividee. Ob Tattoos, Ziernarben oder traditionelle Piercings. Schon seit Jahrtausenden verändern Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen ihren Körper. Wie weit kann und darf man eigentlich heute in Deutschland gehen, wenn man sich überlegt, den Körper zu modifizieren? Ich bin hier in Dortmund jetzt auf dem Weg in das Studio Deep Metal Piercing. Der Laden gehört Andrea. Sie macht Body Modifications und Piercings. Und ich habe sie im Netz bei meiner Recherche gefunden. Sie gilt in der Szene als eine recht angesehene Person. Und ich gucke mir jetzt mal an, wie sie arbeitet. Komm einfach mal rein. Ja, das ist im Grunde so der Raum, wo eigentlich die meisten Sachen passieren. Also hier wird gepierst, gebrändet, implantiert, Zunge gespalten und so. Das ist eigentlich alles hier im Raum. Ne? Das passiert alles. Das heißt, das meiste passiert entweder da oder da. Siehst du irgendwie einen Trend, dass eine Veränderung, vielleicht wenn wir noch gerade bei Body Modifications sind, dass sich da, weiß ich nicht, in den letzten Jahren viel verändert hat? Ich sag mal, bevor Piercing wirklich bekannt wurde, existierte es eigentlich fast nur in Form von Intimschmuck. Wobei Brustwarzenpiercings damals noch zu Intimschmuck gezählt wurden. Das wird heute keiner mehr machen. Und dann kamen eben so die Sachen mit Bauchnabel, Augenbraue, Zunge und so. Das gab's zwar schon länger, aber da waren das, weiß ich nicht, vielleicht weltweit 5 bis 10 Leute, die das hatten. Mittlerweile, sag ich mal, habe ich alleine bestimmt schon 50, 60 Leuten die Zunge gespalten. Ne? Dann die ganzen Geschichten mit Implantaten und so. Die gibt's einfach oder gab's einfach vor ein paar Jahren noch gar nicht wirklich so. Das ist Silikon. Das ist also, ich sag mal, unterscheidet sich von dem, was man so an Silikonimplantaten kennt, nämlich hier, ne? Das da ist festes Silikon und kein flüssiges. Okay. Da kann also auch nichts auslaufen und anschließend irgendwo anders im Körper Theater machen, ne? Penisspaltung. Hast du das auch schon mal gemacht? Schon öfter. Tut das weh, wenn man das macht? Ja. Bei dem Gedanken geht mir schon ein wenig. Es hält sich aber doch auch da, muss man sagen, in verhältnismäßig bescheidenen Grenzen eigentlich. Und wie weit spaltet man? Wenn man jetzt nimmt, was maximal geht, bis zur Wurzel. Das heißt, es gibt Leute, die hier unten dann so klatschen können? Ja. Damit kann man im Übrigen auch immer noch ganz prima Sex haben. Das ist, um genau zu sein, eigentlich auch der Hauptgrund, der dahinter steckt. Ne? Philipp, du bist Inventar von dem Laden, hast du eben gesagt, ne? Kann man so sagen, ja. Das heißt, du bist hierher gekommen als Kunde und... Genau, da hat sich dann eine Freundschaft daraus entwickelt und jetzt gehöre ich sozusagen zum Inventar. Okay. Was hast du hier alles machen lassen? Ich habe meine Zunge spalten lassen. Die Lippe habe ich mir hier stechen lassen. Okay. Genauso wie mein Septum. Das habe ich auch aufgedehnt auf 8 mm. Also ich fühlte mich damals nicht wohl, weil ich genauso aussah wie die anderen und ich hatte immer das Bedürfnis, mich ein klein wenig zu verändern, sei es ein anderer Haarschnitt oder sei es halt eine etwas fülligere Körperform. Ich finde mich so einfach schöner und deswegen habe ich dann angefangen, meinen Körper nach meinen Idealvorstellungen zu verändern. Also was ist dein Ideal, wie du dich verändern willst? Also ich stehe auf diesen rustikalen Altlook, so mehr so Neandertaler-like. Jetzt natürlich ist nicht so, aber ich trage auch Bart und das gehört zum, also für mich auch zu einer Art Körperveränderung. Ist irgendwas, was du für dich als schön empfindest und machen möchtest? Also es gibt diverse Tattoos, die ich noch gerne hätte. Dazu gehört zum Beispiel eine Sonografie, Bild meines Herzens auf meine Brust. Das finde ich sehr interessant. Und dann auch diverse Implantate, auch ein Herzimplantat auf die Brust, um das Herz zu symbolisieren. Und was ich auch noch gerne hatte, ist vielleicht eine Teilspaltung des Penises.
Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Warum will man das machen, wenn ich dich fragen darf? Ich finde das sehr erregend. Ich finde das erotisch, mir gefällt das und ich möchte das sehr gerne haben. So, komm mal rein. Können wir mal dein Öhrchen gucken, wie sich sowas, so Bodymut in Natura äußert sozusagen. Was hast du jetzt genau machen lassen? Einmal, wir sind dabei, mir Elfenohren zu machen, Elfenohren. Das genannt. Und wir sind jetzt dabei, die erste Seite das ist fertig. Das wahrscheinlich hier oben so ein bisschen spitz gemacht, genau. Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Eigentlich schon seit ich klein bin, da fand ich schon immer so Sachen wie Mr. Spock's Ohren toll und sowas. Und als ich dann irgendwann mal erfahren habe, dass man sowas wirklich machen kann von bestimmten Leuten, habe ich das eigentlich immer haben wollen und dann wie gesagt, was ich von euch machen. Das ist schon richtig schön am Heilen da oben. Was bedeutet eigentlich für dich so diese Körperveränderung? Fühlst du dich so schöner? Ja, auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht machen. Bestimmte Sachen sollte man sich länger überlegen, die halt wirklich auch bleiben. Auf genau. Dem Dekolleté. Was hast du dir da machen lassen? Kann ich das so ein bisschen sehen oder ist das jetzt zu viel? Nein, dann müsste ich nur einmal kurz den Pullover ausziehen, aber dann ist das kein Problem. Wie lange dauert das? Also das Cutting machen hat 4,5 Stunden gedauert. Ungefähr 2-3 Wochen Abheilzeit mit Pflege. Das bedeutet halt, die Wunde immer wieder aufmachen. Mit aufmachen. Bestimmten Mitteln. Ja, damit sich's vernarbt. Gibt's da noch mehr so Gimmicks? Ich habe gesehen, dass so eine Hunde, also das hieß das ja, eure Hundemarke ist es dann wahrscheinlich gar nicht, ne? Also sowas in der Art, ja, eine Katzenmarke von Tasso, wo man Haustiere registrieren lässt, weil ich halt einen Tasso-Chip hier drin sitzen habe. Aber du bist quasi registriert. Hast du so eine Nummer quasi ja, oder irgendwie so ein. Ich bin registriert als die Hauskatze meines Lebensgefährtens. Also als 2-jähriges Geschenk war das. Stadtring. Muss man aber auch wieder so ein bisschen bei diesem ganzen Fetisch denken. Natürlich, auf jeden Fall. Danke. Andrea ist gelernte Krankenpflegerin. Seit 20 Jahren verdient sie ihr Geld allerdings mit den unterschiedlichsten Body Modifications. Alles, was sie und ihre Kollegen machen, haben sie sich selbst beigebracht, denn es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung für ihre Jobs. Dass es auch mir möglich wäre, mit nur einem Gewerbeschein ein Body Modification Studio aufzumachen, bestätigt das Gewerbeaufsichtsamt und der Verein Deutsche Organisierte Tätowierer. Wer an Andreas Studio eine Body Modification wünscht, muss eine Einwilligungs- und Verzichtserklärung unterschreiben. Gibt es Anfragen, wo du sagst, das mache ich auch nicht, das lässt man besser aussehen, also das, was du nicht hier machst? Dinge amputieren zum Beispiel. Das ist so eine ganz klare Grenze. Wir machen Sachen dran und nicht ab. Kommt extrem selten vor. Ich denke, den meisten, die sich für sowas interessieren, ist auch klar, dass das nicht unser Metier ist. Und nee, danke, ne? Also da stehe ich nicht hinter, das ist nicht meins. Und zum anderen möchte ich da auch haftungsrechtlich nichts mit zu tun haben, ne? Vielen Dank. Danke dir. Das hat dir auch sehr gefallen. Dann bist du jetzt schlauer. Dann sehen wir uns zum Implantieren, ne? Genau. Ich sag dir Bescheid, wann dann kommt. Tschüss. Tschüss. Eine Sache, die Andrea mir erzählt hat, lässt mich lange nicht mehr los. Es soll Leute geben, die sich freiwillig Körperteile amputieren lassen wollen. Durch meine Recherche werde ich auf den Psychologen Professor Dr. Kasten in Lübeck aufmerksam, der ein Buch über Body Modifications geschrieben hat. Darin widmet er sich unter anderem dem Phänomen BIID, das übersetzt für Körper-Integritäts-Identitätsstörung steht. Eine Störung, die dem Betroffenen sagt, dass eines seiner völlig intakten Gliedmaßen nicht zum Rest des Körpers gehört. Hallo. Ja. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Ja, gerne, danke. Was ist für Sie so interessant an dem Bereich der Körperveränderung, Body Modifications aus der Sicht eines Psychologen? Also der erste Anlass war interessanterweise, dass meine große Tochter sich ein Bauchnabelpiercing stechen lassen wollte. Und ich suchte ehrlich gesagt im Internet nach Informationen, um mir das auszureden. Und bin dann sehr rasch auf amerikanische Hardcore-Seiten gestoßen von Extremmodifizierung. Also Leute, die Ganzkörpertätowierung haben, hunderte von Piercings, Implants, Scarifications und so weiter. Hab mich dann da reingelesen und fand das natürlich zuerst einmal total obskur, was man mit seinem Körper so anrichten kann. Und dann aber über die Auseinandersetzung mit diesem Thema habe ich immer weiter eingesehen, das sind im Grunde genommen ja, völlig normale Leute, die halt extreme Verhaltensweisen betreiben, aber die deswegen nicht irgendwie psychisch krank sein müssen. Sind Sie auch über das Internet auf BIID damals aufmerksam geworden? Weil das ja doch viel spezieller ist als Body Modifications, was man ja heute auch und damals im Internet schon finden konnte.
Ich bin dann damals bei den Recherchen zu diesen Extremvarianten über Body Modification darauf gestoßen, dass es einzelne Leute gibt, die sich zum Beispiel Fingerglieder abnehmen lassen. Das noch in dem Rahmen, dass es eine Körperveränderung ist, dass sie also einfach ihren Körper extrem verändern wollen. Aber dann bin ich darauf gestoßen, dass es hier wiederum noch extreme Varianten der Amputation oder Selbstamputation gibt, bei denen die Leute sich dann also ganze Hände, ganze Arme, ganze Beine haben amputieren lassen. Ich habe das dann damals in meinem Buch über Body Modification erstmal subsumiert als Form von Body Modification, habe mich dann aber mit dem Thema sehr exklusiv nochmal auseinandergesetzt und bin darauf gestoßen, dass diese Form von Amputationen doch eine andere Motivation haben als die normale Body Modification. Also eigentlich eine Krankheit. Eine Störung. Also wir haben ja in vielfältigen Studien die Leute untersucht und haben versucht herauszufinden, ob da irgendwelche psychologische Erkrankungen dahinter liegen. Bei diesen Studien ist ja nichts bei herausgekommen. Die Leute sind im Grunde genommen, die ganzen Betroffenen sind so normal wie ich. Und also wirkliche psychopathologische Erkrankungen liegen nicht dahinter. Kennen Sie Leute, die auch diesem wonach gehen konnten und ihr Bein dann, wenn wir bei den Beinen sind, dann auch entfernt bekommen haben. Es gibt ja Extremfälle von in Amerika, wo die Leute dann, sich ins Knie geschossen haben, um eine Amputation zu erzwingen. Manche haben irgendwelche Infektionen gesetzt. In Australien hat letztes Jahr jemand sein Bein in Trockeneis gestellt. Bis hin zu Extremfällen, bei denen die Leute ihr Bein auf die Eisenbahnschiene gelegt haben und der Zug ist drüber gefahren. Das sind natürlich Risiken, weil bei solchen Geschichten kann der Patient sterben. Also mindestens einer, den ich kenne, hat sich jetzt dieses Jahr operieren lassen, hat sich ein Bein abnehmen lassen und ist seitdem sehr zufrieden. Das muss man auch wieder erwähnen. Also es geht ihm definitiv besser, die Depressionen sind weg und der Mann ist einbeinig einfach glücklich. Und insofern hilft man solchen, ja, wenn man eine legale Amputation durchführen würde unter medizinischen Setting und hier dann also die Entwicklung von psychischen Störungen von Depressionen behindern würde, indem man den Betreffenden in einen Zustand bringt, der halt seinem inneren Selbst entspricht. Wie kann man den Begriff BEID kurz für den Laien erklärbar beschreiben? Der Begriff BEID stammt von dem amerikanischen Psychiater Michael First, den ihn als erster geprägt hat. Das heißt Body Integrity Identity Disorder, das heißt Körperintegritäts-Identitätsstörung. Michael First hat es in den Bereich der Identitätsstörung eingruppiert, was sehr interessant ist, weil die einzige andere Identitätsstörung, die wir haben, ist die Gender Identity Disorder. Das heißt die Transidentität bei Leuten, die das Gefühl haben, sie sind im falschen Geschlechtskörper drin. Freiwillige Amputationen von gesunden Körperteilen, über die Professor Dr. Kasten spricht, werden nicht in Deutschland durchgeführt, sondern zum Beispiel in Asien. Er sagt mir außerdem, dass man BEID am ehesten mit Transsexualität vergleichen kann. Mit dem Unterschied, dass sich diese Leute hier operieren lassen können, denen das angeborene Geschlecht fremd erscheint. So war es auch bei Christian Schenk, der vor seiner Geschlechtsumwandlung lange Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages war. Schenk erklärt sich bereit, mit mir über seine OP zu sprechen. Hallo, Marvin Rücklich. Hey, wie geht's dir? War das Outing eine Erleichterung oder war das vielleicht auch ein sehr schwieriger Schritt für Sie sogar? Nee, für mich nicht unbedingt. Also ich habe schon während der Bundestagszeit auch einige Dinge gesagt, die sonst nicht so im Allgemeinen üblich sind. War nur höchstens spannend für mich, wie gehen jetzt bekannte Freunde, Freundinnen damit um. Und insbesondere weil ich ja auch in der Frauenbewegung nach der Wende eine gewisse Rolle gespielt habe, war es dann für mich schon spannend zu erfahren, ob sie jetzt so sagen, oh, du Verräter, du hast uns dann vertreten und auch im Bundestag und dabei bist du gar keine Frau und alles solche Dinge, aber es kam nicht. Wie schnell geht es, dass man tatsächlich auch eine OP nachher vollziehen kann? Die Operation, die für mich tatsächlich richtig wichtig war, das war die Brustoperation. Und die fand dann schon ein Jahr später statt, also 2006. Das heißt, mit Widerstand und Vorurteilen hatten Sie nie Probleme? Diese Phase des Übergangs war schwierig. Also diese Phase des Übergangs, wo man noch als Frau, wenn auch nicht so richtig perfekt, aber doch als Frau wahrgenommen wird und sich dann die Dinge so langsam ändern und man sozusagen immer schwerer einzuordnen ist für andere Leute. Da habe ich dann auch schon das eine oder andere Mal so mitbekommen, dass dann gefragt, was ist denn das, ne? Mann oder Frau oder sowas. Und diese Phase ist auch sehr schwierig, weil, glaube ich, Menschen
zumindest in unserer Gesellschaft, die immer noch davon ausgeht, es gibt Mann, es gibt Frau, nichts dazwischen und es gibt auch diesen Wechsel nicht. Diese Uneindeutigkeit damit umzugehen, das wurde dann wieder einfach, als es eindeutig war. Ist der Körper dann in Ihrem Kontext, ist es einfach nur eine Hülle, die man damit zusammen verändert oder ist es mehr? Das Bestreben ist schon da, irgendwie mit dem vorhandenen Körper so weit zu verändern, dass man sich darin wohlfühlt. Und es gibt aber nur wenige, die wirklich praktisch das ganze Komplettprogramm machen und also wirklich alles irgendwie an sich ablehnen oder weghaben wollen, was irgendwie biologisch mit dem biologischen Körper des ursprünglich zugewiesenen Geschlechts zu tun hat. Das ist nicht bei allen so. Also viele sagen, oder einige sagen ja auch zum Beispiel meine Gebärmutter oder meine Eierstöcke, ich merke die doch nicht. So können sie auch drinbleiben. Also jede Operation ist ja auch ein medizinisches Risiko. Ja? Oder ich brauche den aus meinem Eigenfleisch und Blut gemachten Penis nicht. Ich nehme halt einen aus Silikon, das geht genauso gut. Und das wird dann auch, diese Leute berichten auch, dass sie den als wirklich auch als eigenen Körperteil begreifen können und damit auch als umgehen können, wie mit einem eigenen Körperteil. Glauben Sie, dass der Körper heutzutage wirklich der Person selbst gehört? Sprich, dass ich als Individuum frei über meinen Körper bestimmen kann und machen kann damit, was ich möchte? Ja, das ist meine feste Überzeugung. Die Frage ist nur, für welche Dinge kommt die Gemeinschaft der Versicherten auf und für welche nicht. Das ist daran unterscheidet sich das. Und da finde ich dann schon, dass also alle Formen von Schönheitsoperationen, sofern sie keinen Krankheitswert haben, also der ursprüngliche Zustand, oder auch Körpermodifikationen, dass das eine Sache ist, die eine persönliche Angelegenheit ist, das muss man auch selber bezahlen. Aber hier in der Frage, wo auch tatsächlich ein Krankheitswert vorliegt oder vorliegen kann, da denke ich, ist dann auch die Gemeinschaft der Versicherten wieder in der Pflicht, das zu bezahlen. Über Professor Dr. Carsten bekomme ich einen ersten Kontakt zu einem BIID-Betroffenen, von dem ich mehr über den Amputationsdrang erfahren möchte. Ich bin jetzt verabredet mit einem BIID-Betroffenen. Wir dürfen nicht sagen, wo wir sind und wo wir ihn treffen, weil er auf jeden Fall anonym bleiben will. Und ich bin sehr gespannt, was er mir erzählen wird, weil ich tatsächlich nicht so viel weiß. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie ein BIID-Betroffener sind? Das habe ich gecheckt rückwirkend, ungefähr seit dem 11. Lebensjahr. Wie hat sich das geäußert? Irgendwie es so zu tun, als hätte ich keine Beine, als wären sie amputiert. Ich habe mir dann die Beine abgebunden und dann versucht, die Betäubung so hoch wie möglich zu machen. Gleich damals kam dabei ein Orgasmus zustande. In den ganz jungen Jahren war das tatsächlich auch eine sexuelle Komponente? Dieser sexuelle Effekt scheint mir zu bestätigen, dass das Bewusste, amputiert sein wollen, mit der Pubertät offenbar begonnen hat. Wie definieren Sie Schönheit? Was ist schön für mich? Das Besondere. Das Besondere ist das fehlende Bein. Die Bewegung dieses Beines, dieses Stumpfes, die völlig anderer Art sind als vorher, als komplettes Bein. Der Stumpf selbst ist schön. Es gibt Zeiten, oft ein Vierteljahr lang, da denke ich fast ausschließlich an Stümpfe. Wenn Sie an Stümpfe denken, geht es da um eine exakte Vorstellung, wie der Stumpf auszusehen hat? Es muss der Oberschenkelstumpf sein. Das Schönste bleibt die doppelte Amputation. Der Wunsch besteht, den Stumpf eines anderen, einer anderen Person, streicheln zu können. Man sieht in dem anderen sein eigenes Wunschbild. Hatten Sie vor einigen Jahren, vor vielen Jahren vielleicht noch ein anderes Gefühl, dass Sie dachten, was ist mit mir los? Bin ich krank? Ist das normal? Oder hatten Sie nie solche Gedanken? Mit dem Kontakt zu einem Mann, der amputiert war,
wuchs bei mir immens an, der Wunsch nach eigener Amputation. Bis zu der Begegnung war ich immer noch sehr unsicher und sehr verschlossen. Niemand hat davon je erfahren von mir. Und er half mir sehr, mich da zu öffnen. Und das ist, glaube ich, ein Sprung in eine neue Qualität gewesen, dass dadurch das ganze Zwanghafte abfiel von mir. Sie haben ein Tattoo im linken Arm. Sie wollten es haben. Sie haben eine Veränderung an Ihrem Körper vorgenommen, die unwiderruflich ist. Das ist genau so, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, bei einer Amputation, die ich will. Eine Veränderung, eine unumkehrbare Body Modification am eigenen Körper auf Wunsch. Der Vergleich hinkt, da mein Körper durch Tattoos nicht in seiner Funktion eingeschränkt ist. Aber ich ahne, worauf hier angespielt wird. Auf das Recht, über den eigenen Körper frei zu bestimmen. In einem BIID-Forum lerne ich einen weiteren Betroffenen kennen, der sich mit mir treffen will. Auch er wird seit vielen Jahren psychologisch betreut. Die sexuelle Komponente spielt für ihn keine Rolle. Warum war es Ihnen wichtig, dass das Interview komplett anonym abläuft? Damit ich geschützt bin. Weil ich Angst habe, dass manche Leute meine Situation nicht verstehen können. Haben Sie auch manchmal moralische Gewissensbisse, dass jemand sagen könnte, Sie können noch eigentlich gehen? Diese Gewissensbisse haben in den letzten zwei Jahren immer stärker abgenommen, weil eben die Situation ist, dass ich nicht mehr einfach so laufen kann. Was denken Sie, wenn Sie auf der Straße einen anderen Menschen im Rollstuhl sehen? Früher hatte ich die Angst, fällt dem was auf, dass bei mir was falsch sein könnte. Ich bin in den letzten Jahren durch den Kontakt mit Rollstuhlfahrern immer lockerer geworden und heute können wir auch mal rumblödeln. Ich habe schon Kontakt mit Körperbehinderten gehabt, die von meiner Situation wissen. Und je mehr ich davon erzähle und sie sich mit BIID beschäftigen, verstehen sie das dann auch. Ich kann beides verstehen. Ich bin froh, wenn Rollstuhlfahrer mich verstehen, aber ich kann auch Rollstuhlfahrer verstehen, die sagen, der spinnt. Aber Ihnen geht es nicht um Mitleid, dass Sie so ein bemitleidendes Gefühl erwarten. Das ist einfach das Gegenteil schon fast. Ja. Ich möchte ja nicht, dass die anderen mir helfen müssen. Ich will ja unabhängig bleiben. Es wäre für mich schlimm, total abhängig zu sein. Ich möchte andere nicht mit meinem Leben belasten. Wie lange sitzen Sie jetzt im Rollstuhl? Permanent 2 Jahre. Aber davor schon immer wieder, wenn ich eben konnte. Was ist das, was Sie unter der Hose tragen? Das sind Orthesen, die mir Halt geben. Die Orthesen sind unten fest, es sind keine Fußgelenke da. Und hier sind Kniegelenke mit Sperren. Wenn ich jetzt aufstehe, würde ich jetzt hinfallen. Ich müsste die Schuhe anlassen. Die benötigen Sie mittlerweile auch wirklich? Ja, weil die Muskeln jetzt so abgebaut haben, also wenn ich laufe. Ich kann zwar laufen, aber das ist dann wackelig. Ich merke auch, dass die Beine ziemlich durchgedrückt sind, jetzt inzwischen. Einfach locker frei kann ich nicht mehr laufen. Seine Muskeln bauen auch deshalb ab, weil er die Orthesen trägt. Denn wo Sie seinen Körper stützen, müssen es die Muskeln nicht länger tun. So kann er sich selbst behindern. Mit Lederstahl kann man sie leichter anpassen. Was kostet so eine Orthese? Ja. Also beide zusammen muss man mit über 1000 Euro rechnen. Eigentlich so ein Bein? Ja. Oder Ihr Bein? Das ist mein Bein.
Als kleines Kind habe ich schon angefangen, aus irgendwelchen Stöcken mit Gürteln mir irgendwelche Orthesen zu bauen. Als ich Jugendlicher war, habe ich dann Notenständer genommen, die ich zusammengebaut habe. Es war eigentlich martialisch, wenn ich mir das heute überlege. Es hat auch Schmerzen damals bereitet und es hat Druckstellen gegeben. Aber es hat mir geholfen. Ich bin ein bisschen sprachlos manchmal. Also ich kenne wohl die Symptome und ich denke nur gerade, wenn ich umgekehrt nicht mehr gehen könnte, das wäre vielleicht eine der schlimmsten Sachen, die ich mir gerade vorstellen kann, aber... Vielleicht kommt das daher, dass ich ja schon jahrzehntelang damit lebe. Ich wollte ja wissen, woran liegt das? Ich dachte, dann bist du schizophren. Das war für mich befreiend gewesen, als in Frankfurt mir gesagt wurde, nein, sie ticken ganz normal, sie sind nicht schizophren, sondern das ist eine Folge von dem, dass ihr Körper teilweise ihnen fremd ist. Und als mir das klar wurde, da war das ein unheimliches Aufatmen. Was glauben Sie, wie das in 5 Jahren weitergeht? Ist es... Kann ich mir da so vorstellen, je schwächer Ihre Beine werden, umso zufriedener fühlen Sie sich mental, oder ist das zu viel gesagt? Ja, das denke ich, dass das so sein wird. Auch wenn ich mir über mögliche Folgen im Klaren bin, also Thrombosetabletten, die nehme ich schon ganz bewusst. Ich glaube, dass eine letzte Hilfe für einen BIED-Betroffenen, der total verzweifelt ist, darin bestehen könnte, dass ihm das Bein amputiert wird, damit er leben kann. Und alle, die gleich die Frage nach den Kosten stellen. Man muss auch mal abwägen, was Depressionen kosten. Und der Mensch kann aus Depressionen nicht geheilt werden. Er wird immer wieder im Grunde in eine Klinik müssen. Er braucht immer wieder Therapien. Er braucht Medikamente. Ich habe heute Nachmittag mit einen BIED-Betroffenen verbracht und war am Anfang ziemlich gehemmt. Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, weil ich festgestellt habe, dass dieser Mann so ausgeglichen und so zufrieden scheint, wie ich selten jemand getroffen habe. Das hat mich total beeindruckt und fasziniert. Mir gehen noch so viele Sachen gerade im Kopf rum, über die ich, glaube ich, einfach mal noch ein bisschen schlafen muss und ruhig nachdenken muss, aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie ausgeglichen und zufrieden dieser Mann ist, der freiwillig im Rollstuhl sitzt. Hätte ich nicht gedacht. Mit etwas Abstand zu dem Erlebten wird mir klar, dass es sich bei BIED-Betroffenen um psychisch kranke Personen handelt, die momentan noch niemand wirklich heilen kann. Ein Vergleich mit anderen Körperveränderungen mag naheliegen, aber er ist falsch. Denn selbst eine operative Körperveränderung bei einem Transsexuellen, dessen Leid als ähnlich beschrieben wird, hinterlässt einen funktionstüchtigen Körper. Ist eine Amputation oder der Wunsch danach bei einem seelisch leidenden BIED-Betroffenen etwas anderes, weil eine Körperbehinderung eintritt? Ich denke ja. Mir fällt es trotzdem schwer, die Betroffenen zu verurteilen. Denn anders als Tätowierte empfinden sie einen zwanghaften Drang, den eigenen Körper für immer verändern zu wollen.